Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt mit dem Mikado Plays XD. Hallo, was war denn jetzt gerade so witzig? Dem Tiger Farm und dem Leon. Hallo! Ja, ich hatte da etwas verwirrt von, ja genau, dem natürlich auch. Hä? Gar nicht. Was ist denn? Hä? Ja. Da kam gar nichts, was ich bestätigen muss. Was war das denn jetzt? Hallo? Ich musste bestätigen. Wieder zurückspulen, hallo. Ah, jetzt bin ich wieder. Ich musste bestätigen, ihr nicht? Ich musste nicht bestätigen. Ne, bei mir war auf einmal Tag. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und so. Na, auf einmal war bei mir Tag. Okay, es kann sein, dass es bei euch ein bisschen leckt, weil rechts oben werden bei mir gerade ziemlich viele Nachrichten produziert. Mikado? Ja? Komm mal zu deinem Feld, wir hätten ein Problem. Oh, oh. Sag mir bitte, das ist kein großes Problem. Nee, aber es sieht komisch aus. Ich hab vergessen, die Wolle auf die Seite zu stellen. Deshalb haben wir hier kann man nicht. Können Sie mir kurz einen Unternehmer geben, dann könnte ich bei Ihnen einen Trick auf deinen Tisch sehen. Ja, klar. Wie bitte? Hab ich? Ja. Ach so, Sie brauchen noch Saatgut, gell? Hä? Ja. Hallo? Herr Tigerfarm? Steht hier noch der Tiger? Ja, der Fahrzeug ansteigen. Immer dieser Minuter, echt. Also. Ja, ich habe Ihnen gerade schon was hingestellt. Was haben wir denn für ein Problem? So, ich habe Ihnen gerade nochmal Saatgut hingestellt. Ja. Und nach dem aktuellen Feld dann bitte gucken, ob Sie direkt Feld 7 noch anpflanzen können. Feld 7, ja. Ich hoffe, wollen mal, Sie dann, darf. Haben Sie das Gras da schon weggesammelt? Das Gras ist insoweit weg, ja. Okay. Das müsste ich, schicke jetzt noch jemanden mit dem Flug drüber. Brauchen Sie, glaube ich, gar nicht. Bei Direktzeit nicht? Nö, das ist ja. Nach dem Gras? Viele denken, Gras ist nochmal extra, weil es. Gras ist ja im Prinzip auch nur eine Frucht. Hm. Okay, ja? Dann einfach. Jo. Hoffentlich, wenn es geht, Feld 7 auch noch mit Gerste anpflanzen. Moment, dann kriegen Sie nochmal. Sind Sie noch auf dem Weg? Dann habe ich da nochmal. Wie viel Dünger ist noch drin? 421. Dann steht noch mal ein Dünger und noch mal ein Saatgutpack da, weil ich glaube, das ist dann notwendig. Wobei gedüngt ist das Feld schon auf 2, da brauchen wir eigentlich nicht mehr. Okay. Ja. Gut, dann. Ich schiebe. Danke. Geht nicht, oder? Ah, jetzt. Eine Info noch von Leon, und zwar ist er fix und fertig, er kann wirklich nicht mehr und er würde dann gerne nur noch diese Folge aufnehmen. Okay, ja, ist halt leider so. Bei mir ruckelt's, bei mir ruckelt's, bei mir ruckelt's. Was passiert da gerade? Bei mir nicht, ich habe 25 MS. Bei mir ruckelt's richtig hart. Wie viel MS habe ich? 30. Aber ich ruckel trotzdem. Ich habe 30 flüssig MS. Bei mir ruckelt's. Ah, jetzt geht's wieder. Warum nicht? Keine Ahnung. Okay, gut, dann guck mal halt. Muss man halt zu einem anderen Termin die Aufnahmen fertig machen. Bevor du nämlich nächste Woche weg bist. Aber ihr dürft euch nicht wundern. Wir haben zwar heute Freitag, aber es sind alle Folgen für nächste Woche aufgenommen. Das heißt, ihr könnt jeden Tag um 14 Uhr trotzdem weiter die Challenge auf dem Zweisteinhof schauen. Ja. Auch wenn ich in England bin, werde ich trotzdem da sein. So ist es. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oder alles. Am besten alles. Ich übernehme den Job. Genau. Und schreibt auch gerne Tipps oder Tricks unten rein, was wir vielleicht besser oder anders machen können. Am besten nur für mich. Dann schreibt es bitte unter mein Video. Und am besten schreibt ihr mir das privat auf Discord. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass du nach deinem Schullandheim ja auch mal mit aufnimmst. Das sollte man eigentlich auch mal angehen. Was? Dass du aufnimmst.
Ach so, ja, stimmt. Hattest du ja mal überlegt, ob du das probierst. Ja, aber halt ein Problem wird dann da sein, und zwar werde ich wahrscheinlich da ein bisschen leiser bei euch sein. Oder ihr stellt mich halt einfach laut. Ja, also das ist eine Einstellungssache. Ja. Ja, das hat man, glaube ich, bei der ersten Folge bei Klassik halt gehört. Da war ich irgendwie leiser als bei anderen, allen anderen Folgen. Ja, hast du das auch gehört? So. Also ich muss ganz schon sagen, dafür, dass hier Wiese 5 eigentlich so klein ist, ist sie trotzdem, keine Ahnung. Ist es trotzdem nervig. Ja, er hat auch gerade die Decks gehabt. Ich kann nicht fahren. Er hat. Ah, jetzt. Oh, hab ja, ich immer noch Wunden? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das vielleicht daran liegt, dass ich hier Gras ins Bunker-Silo hau? Bestimmt. Also, könnte schon irgendwie sein. Wobei, das sind nur 200.000 drin. Ach ja, und bei dem Roleplay-Projekt, da hätte ich auch noch eine Sache. Und zwar, kann man zwar das GPS anmachen, aber die Karte muss immer sonst aus sein. Also wenn man GPS haben will, muss man auf die große Karte gehen, sich einen Marker setzen und dann kann man die kleine Karte anmachen. Ach so, ja, das ist kein Problem. Weil dann schaltet man nämlich das GPS an, ja? Das genau. Ist, das ist ja nicht die ganze Zeit an. Das ist eine gute Idee. Das ist ja nicht auch dann an, wenn man aus dem Fahrzeug schon aus... Nee. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Oder man muss anhalten und auf die Karte gucken. Ja. Also ihr merkt schon, wir wollen da schon ein bisschen realistisch spielen. Große Pläne. Ja. Ich habe da auch einen Namen im Kopf. Aber auch raus. Nein, hier nicht. Ich möchte nicht, dass er geklaut wird. Na, auch nicht stimmt. Aber das müssen wir dann mal noch abstimmen, sozusagen. So, irgendwie? Ja, irgendwie. Ich weiß gar nicht, weshalb das LU bei sich zu Hause steht, wenn es einen Auftrag von mir hat. Ja, steht doch gar nicht bei sich zu Hause. Fährt doch hier gerade zum Shop. Ihr LU. Aber mein LU steht bei... Nein, Tiger Farm. Tiger Farm ist doch gerade beim Shop. Auf dem Minimap steht er bei mir, bei sich zu Hause. Nee. Leon macht gerade gar nichts. Nee. Bei mir ist es andersrum. Doch, bei mir. Okay. Hä? Komisch. Yep. Unseltsam. Hä, echt? Seht Leon gerade bei mir? Bei da mir könnte das mal wieder. Also bei mir steht ernsthaft Tiger Farm bei sich auf dem Gelände und Leon fährt zum Shop. Hä, ist der gerade beim Shop oder fährt er zum Shop? Er war gerade jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da, der Leon. Der Leon ist jetzt gerade bei mir am Feld wieder am Arbeiten. Der stand gerade die ganze Zeit rum. Und Tiger Farm fährt jetzt vom Shop wieder weg. Ja, jetzt bei mir auch. Also. Und dann beschuldigst du uns dafür, dass wir eine schlechte Leitung haben. Ha. Nee, tue ich nicht. Ich beschwöre mich eher, dass das LU heute in der Folge... Wir fangen jetzt erst um 7 an zu arbeiten. Das muss ich mir merken. Nicht, dass sie hier Abrechnungen machen und mir das Geld aus der Tasche ziehen und ich davon nichts habe. Also, es geht ja echt gar nicht. Ja, man muss... Hallo, wir zahlen denen so viel Geld, die müssen auch ein bisschen was arbeiten. Ah, okay, muss ich dir schon recht. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass ich letztes Mal so viel bezahlt habe. Ey, wir haben viel gezahlt, ey. Wie viel hast du? Ich habe 4.600 bezahlt. Ja, und bei mir waren es 3. Die haben gesagt 1.600 pro Stunde. Wie viel haben die bei dir gesagt? Bei mir war es 3.1. Nee, ich meine jetzt pro Stunde. Habe ich gar nicht gefragt. Was haben sie denn in Auftrag gegeben? Also, ich habe zumindest denen den Auftrag gegeben, die sollen bei mir säen. Halt säen und grubbern gleichzeitig, aber
Ja, wenn das alles als Einzelposten abgerechnet wird. Ja, die haben bei mir halt pro Stunde 1600 insgesamt für beides zusammen. Ja, dann kommt's hin. Aber die haben doch nicht 3 Stunden gearbeitet. Die waren doch erst 1 oder 1,5 Stunden dran. 2,5. Kann gut sein, dass ihr das später hört. Aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass das so lange schon war. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Scheint fertig zu sein. Aber behauptet er. Meine? Ja. Mit einem Feld. Nein. Okay, aber ich glaube, ich sollte einfach... Hier ist so schlecht geschwartet, sorry, Leute. Also, guck mal hier bitte, ja? Ich kann das nicht sehen. Ich kann das nur in deiner Folge später vielleicht sehen. Ich werde zukünftig ernsthaft die Aufträge besser überprüfen und dann im Notfall auch mal nicht bezahlen. Nee, hier liegt wirklich so viel Betrug. Betrug liegt vor. Betrug. Rufen Sie die Polizei. Gibt's hier nicht. Klopf, klopf. Ja. Ja, bitte. Einmal für Mikado. Ich wäre fertig. Das macht dann 1500. Mit einem Feld? So hat's Telfer mir gesagt, dass ich hier jetzt abrechnen soll. Ey, okay, also pro Feld fertig oder was? Nee, ich bin jetzt mit Feld 1, 20 fertig. Ja gut, wie viel macht das? 1500. Okay. Warte, ich mach nur gerade hier eine Sache noch. Hallo? Ah, oh, nee, geht nicht. Was? Warte. Da. Ach man, da war's doch gerade. Da. Bisschen kleiner. Ja, passt. Kontrollieren Sie gerade die Arbeit des LUs? Nein, ich texturiere. Somit da. Bin ich wieder oben. Ja, ich bezahle es gerade noch. Ja, ciao. Tschüss. Ja. Nein. Immer diese Hauswände. Och, das ist so schlimm, wie viel ich bezahlen muss gerade. Ja, ich muss die ganze Zeit Kredite aufnehmen, um das zu bezahlen. Tja, jetzt wissen Sie mal, wie man sich da fühlt. Ich habe jetzt schon 35.000 statt 25.000. Mimimi. Als Kreditschulden. Mimimi. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Forst machen. Oh Mann. Ach nee. Ich habe immer noch Lohnunternehmer bei denen. Warum denn? Weiß ich nicht. Lohn. Ah, weil sie vorhin gesprungen sind. Ja. Also hier ist zum Beispiel gar nicht geschwartet. Leute, ich bin not amused. Und ich habe den vollen Preis bezahlt. Das ist halt das Doofe. Mein Mikado wird's freuen, aber... Naja, eigentlich finde ich das schon ein bisschen mies auch. Das hatte Leon bei mir auch mal kurz gemacht. Da hat er gesagt, dass er komplett fertig ist und da war hinter der Schafweide war noch die Hälfte. Das LU kommt erst jetzt zur Arbeit. Echt? Ey, die Folge ist vorbei. Nee, nicht dein Ernst. Doch, gerade fährt er aufs Feld. Geh mal kurz hoch. Verdammt, ich habe vergessen anzumachen. Aber man muss sagen, die sind nur zu zweit, ja? Und außerdem müssen die ja noch alles besorgen und so. Ja, trotzdem. Zeit ist Geld. Keine Gnade. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht, genauso wenig wie Zeit. Und vor allem, ich weiß gar nicht, rechnen die das jetzt auch eigentlich ab in der Zeit? Wird das ab jetzt erst gerechnet, wo die anfangen zu arbeiten? Ja. Okay.
Weil hätten die das dann auch noch dazu gerechnet, so lange wie die brauchen bis dahin, nee, dann fände ich das wirklich langsam Betrug. Ne, Anfahrt war ja pauschal 100. Ja, ja, das ist ja immer. Aber... Vor allem hier hätte er doch schon also in die andere Richtung sehen können. Du musst gleich nach der Folge musst du mal zu mir hoch, zum Hof kommen. Ich höre hier Möwen. Ja, schon wieder. Okay. Immer kurz beim Elu. Ja, ja, mach das. Klopf, klopf. Ja. Gibt's ein Problem? Nein. Wieso kommen Sie dann erst jetzt zur Arbeit? Eben waren's Lags. Also gibt's doch ein Problem. Ja, aber jetzt nicht mehr. Okay. Aber das gibt einen kleinen Rabatt. Ja. Weil ich warte ja seit einer halben Stunde auf die Arbeit. Ich dachte, ja. Sie fangen um 7 an. Ja, das hätte ich auch gern getan, aber... Okay. Sie wissen ja, wie das ist. Und beim Schwaden müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Okay, gut. 2 Minuten noch. 2 Stunden. Ja. 2 Stunden? Minuten. Eine Minute gleich 1 Stunde. Gut, okay. Bis gleich. Ja. So, jetzt hatte ich aber auch gerade einen krassen Lag. Ha! Was? Endlich geschieht es dir auch mal. Nicht nur immer uns. Ja, wenigstens konnte die Situation im LU geklärt werden. Ja. Ja. Haben sie sich denn wenigstens entschuldigt? Ja. Oder war es denn wenigstens... Siehst du, wir haben doch wenigstens nette. Wir finden da schon immer eine Lösung. Es gibt auch so Leute, die sagen dann einfach, nö, sehe ich dich ein. Ich mache für sie die Arbeit und basta. Die müssen damit auskommen. So Leute gibt es da auch, ja? Müssen wir schon... Ja, natürlich kann man nichts machen dagegen, aber trotzdem ist es ärgerlich. Also ganz im Ernst hier, diese ganzen Fahrzeuge, die fahren echt langsam. Erstmal hupen hier. Ach so, die Sprung, KI, ja, ey. Ja. Ja. Jeder bitte. Und vor allem, ich fahre so vor dem, ob ich halt so an, und der hält natürlich nicht an, der fällt volle Karacho in mich ab. Doch, keine Gnade. Das sind sie immer. Ich hoffe, so sind die Leute im echten Leben auch nicht. Nee. Also. Bist du dir sicher? Habe ich noch nie erlebt. Ich war schon viel auf deutschen Straßen unterwegs. Nur auf Deutsch? Deutsch und Österreich, hauptsächlich. Ich war nur auf Deutschen bisher unterwegs. Weil ich kann nämlich überhaupt noch kein Auto fahren. Mein Traktor steckt schon wieder fest. Oh, das ist aber nicht so gut. Ja, und der Anhänger dreht sich nicht mehr. Kann hier nicht durchgeführt werden, was soll denn das? Warte, wie lange haben wir eigentlich noch? Ungefähr. Die LU müsste eigentlich gleich kommen. Gleich bedeutet? 2 Minuten? 1 Minute? Eigentlich ist rum. Ich hatte gerade, als ich oben war, schon gesagt, dass wir gleich kommen sollten. Dammit, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Das kannst du leider nicht beantworten. Ich hänge auf dem Grasberg fest. Also mein Helfer macht seine Aufgabe nicht sehr schön. Rausgekommen.
mein Helfer, nicht mein Lohnunternehmer. Ich nehme so. Wo bleiben die denn? Weiß ich nicht. Ah. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Ich habe sie gerade mal vom Taxi abholen lassen. Sie wollten nicht erscheinen. Ja. Ja, ich hatte irgendwie Abrechnung gebeten. Ja. Aber Sie zahlen das Taxi. Nein. Das macht dann bitte 3000. Ich bin der Taxifahrer. Oder wollten Sie die Zeit noch ein bisschen laufen lassen, dass Sie mehr verdienen? Nein. Ich glaube schon, dass Sie das so eher machen. Okay. Also dann. Was kostet Quanta? Ja stimmt, was kostet das denn? Da ich so spät gekommen bin, machen wir 2000 für den Herrn Veruna. Wie bitte? Was muss ich denn bezahlen, bitte? Diese erste Stunde und diese zweite Stunde. Welche erste Stunde? Ja, von 6 bis 7. Ja, die erste Stunde kannst du nicht. Von 6 bis 7 haben wir letztes Mal schon abgerechnet. Ich? Da habe ich 3100 bezahlt. Nee, das war von gestern. Das heißt, sie müssten jetzt theoretisch von 6 bis 8 bezahlen. Und das würde normalerweise 3100 kosten. Aber da ich so spät gekommen bin, mache ich nur 2000. Sie haben erst um 6:30 angefangen. doch? Doch, hast du euch da gefahren? Oh, das ist jetzt aber sehr gemein. Ich glaube, da müsste sich das LU demnächst mal beraten, wie sie mit Preisabsprachen abgehen. Ich glaube, also, wir haben jetzt mal alle teilgefahren. Wir alle sehr kaputt, ja. Okay, wie viel war's? 2000? Ja. Oh, wir bescheißen hier keine Kunden. Wie wollen wir das bei mir machen? Soll ich das erst dann machen, wenn ihr komplett fertig seid? Also komplett dann am Ende bezahlen oder soll ich dann jetzt auch schon für diese Folge? Glatt, waren es glatt 2 oder mehr? Ja, glatt 2. Okay, ist da. Also, oder Unternehmen? Ich würde sagen, heute abrechnen, weil nächstes Mal ist ein bisschen schwierig. Ja. Wie viel macht das bei mir? Das waren 2 Stunden auch, ne? 3100 für diese 2 Stunden. Nimm schon wieder, kommt ein Kredit dazu. Ich hab das Gefühl, sie werden vom Kredit aufgefressen. Wie viel war das? 3000? 3,1. Bitteschön. Danke. Gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles, wie immer natürlich. Und wir wünschen Mikado nächste Woche eine schöne Woche in England. Danke, danke. Hoffentlich danke. Davon aus, Brexit ist ja vorbei. Gut, bis dann, ja, haut rein, macht's gut, ciao. Ciao. Ciao.